So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Battlefield 1. Wir wollen heute ein Battle Pack Opening machen und jetzt haltet euch fest, wir haben insgesamt 44 Battle Packs. 44, nee, 48 sogar. Ultimate Version haben wir. 48 Battle Packs haben wir, das ist übel geil, das ist eigentlich übelst viel. Ich hoffe, dass wir auch eine Chance haben, ein paar Sachen zu kriegen, also dass wir auch mehrere Sachen kriegen können, weil irgendwie sind hier die Sachen nicht so geil. Ich will auch nicht immer das gleiche kriegen, wisst ihr, das ist halt das Problem. Wir gucken mal, ob wir alle aufmachen. Plus 750 andere mögliche Skins, lol. Aber auch legendäre? Das würde mich interessieren, ob es auch noch legendäre gibt dann. Na gut, öffnen, los. Geht's. Wünsche Glück. Die überspringen wir einfach mal. Skin für Selbstlader M1916. Das ist ganz geil. Nachtflugzeug. Die haben wir definitiv noch nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Die haben wir auch noch nicht. Skin für M1903. Veteranenkavallerist. Das ist eine Medic-Waffe oder Sniper? M1903? Ich glaube, das ist ein Sniper, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber fügen wir auf jeden Fall hinzu. Haben wir nämlich auch noch nicht. So, komm, jetzt machen wir was Geiles. Natürlich nicht. Pistole Modello 1915, die scheinen wir schon zu haben, verschrotten wir natürlich sehr gerne, denn Schrott sammeln wir immer, damit wir, wenn was im Austausch ist, das auf jeden Fall auch kaufen können. Und da gibt es manchmal echt krasse Sachen, Freunde, wieder grau. Skin für Ribeye Royal 1918, Haus Bonaparte haben wir auch schon, machen wir Futschi. So, komm mal hinne, nicht aufhängen, los geht's. Jetzt will ich ja mal was Geiles haben, hier nicht immer nur grau. Haben wir auch schon. Skin für Pistole C96. Ziemlich lächerlich das Gerät. Naja, so lächerlich ist es nicht. Trubix P-Boost, sehr nice, kann man verkaufen für 270. Machen wir gleich, verschrotten. Brauchen wir eigentlich nicht. So. Wieder grau. M1917 Grabenstutzen haben wir noch nicht. Sieht auch nicht besonders geil aus, aber wie gesagt, ich sammle ja alle Skins, egal ob grau, blau oder selten. Also Legendary. Das ist mir eigentlich egal. Ich will eigentlich alle haben, ich will es viel wie möglich aussuchen können. So, Inventar hinzufügen, das verschotten für 30. Fügen wir hinzu, RC zocke ich eigentlich nie. Aber nehmen wir natürlich trotzdem mit. Puzzleteil auch hinzufügen, ich glaube den Bartik-Knüppel haben wir schon. SMLE MK3 sieht ganz nice aus. Für einen grauen Skin ist der nicht, nicht verkehrt, würde ich sagen, oder? Machen wir auch gleich wieder verschrotten hier. Man könnte eigentlich, wenn man Glück hätte, in jedem Battle Pack so einen Booster mit drin haben, ne? Das wäre eigentlich ganz geil. Skin für Oberes, Pistole Schlacht um Lusk. Die sieht eigentlich. Naja, der Griff sieht ein bisschen billig aus, aber dieses Flecktarn angewaschene Zeug auf dem Metall, das sieht ganz geil aus, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen zu wenig, ein bisschen mehr. So, jetzt mal was Blaues hier. Skin für Angriffsflugzeug, Rot-Gold. Haben wir noch nicht. Flugzeuge fliegen wir echt selten. Aber wenn wir mal eins fliegen, ich weiß nicht mal, wie man da die Skins wechselt. Aber wenn wir eins fliegen, dann haben wir es. Skin für Schrotflinte Model 10, zocke ich ab und an, auch nicht verkehrt. So ein bisschen Wüstentarnung. So, komm, Skin für Pistole Modello, die hatten wir doch. Hatten wir die nicht vorhin gehabt und wir haben die verschrottet, weil wir die doppelt hatten? Und jetzt haben wir sie nicht mehr doppelt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Skin für Sai Rigotti, Schlacht um Easy. Oh, die sieht aber auch nicht schlecht aus, oder? Ey, für graue Skins? Geht eigentlich so. Ein bisschen dunkel. Wenn es ein bisschen heller wäre, wäre vielleicht geiler. Aber werden wir mal testen demnächst. Wenn ich die Sai Rigotti mal wieder spiele, werde ich die vielleicht mal aufmachen. Skin für British Bulldog, Königliche Statut. Die haben wir auch noch nicht. Gold ist immer gut. Oder vielleicht mehr Kupferfarben, wie das gerade ausgesehen hat. Ich weiß nicht. Oh, Legendary. Skin für Arisaka Typ 38. Mari. Das ist natürlich nice. Die Arisaka zocke ich zwar echt selten, aber der Skin, der sieht ganz nice aus, würde ich sagen. Den werden wir dann auch mal demnächst mal wieder rauf machen. Ich müsste mir das eigentlich immer aufschreiben, aber vielleicht erinnert mich einer von euch im Stream oder so mal dran. Inventar hinzufügen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist cool. Weiß, Skin für Howl Automatik, nehmen wir mit. Leute, die grauen Sachen überspringe ich einfach schneller, oder? Also, wenn ihr das nicht wollt, dann sagt's mal. Aber die grauen Sachen überspringe ich einfach schneller, weil das hört sich ja nicht so richtig. So, was ist das denn? Skin für russische 1890, das ist doch, glaube ich, die Waffe, die man mit den Panzersoldatentypen hat, glaube ich. Panzerabwehr-Kit. Hat man doch so eine Waffe, glaube ich, oder?
könnte sein. Und ein Säbelteil, cool. Puzzle hinzufügen, natürlich. Skin für Sjögren Initial Schrotflinte. Das ist die, die wir gezockt haben vor 2 Videos. Auch ganz cool. Lancaster, Haus Lancaster, Haus Lannister. Wir haben hier, zack, Skin für General Leo. Nehmen wir mit. Brauchen wir aber nicht. Skin für Bar M1918, königlicher Erlass. Nehmen wir mit. Brauchen wir aber nicht. Skin für russische 1895. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Kaputt machen. Zack. Puzzleteil. Gucken wir am Ende mal, ob wir vielleicht sogar wieder eine Waffe bauen können. Blau. Banse. Haben wir den schon? Alter Fritz. Skin für schwerer Panzer. Alter Fritz. Oh, nehmen wir mit. Und ein Trupp XP Boost. Herrlich. Herrlich. Kriegen wir wieder einiges zusammen, wenn man so viel Battle Packs sammelt. Skin für M1903, Veteran, Kavallerist, Inventar hinzufügen, verschrotten. Haben wir schon, verschrotten, wir brauchen wir nicht. Sieht eh lächerlich aus. So. Zack. Selbstlader M1916 haben wir schon, direkt verschrotten. Direkt das nächste Ding hier. Skin für SMG 0818, Schlacht bei Gorlistano. Die sieht, ja, haben wir schon. Brauchen wir also nicht. Haben wir schon. Blau. Oh. Skin für Level Model 1886 Poincare. Haben wir aber leider auch schon. Sieht aber ganz geil aus, oder? Haben wir die überhaupt schon mal getestet? Bin mir nicht sicher. Sollen wir mal testen, ey. Sollen wir mal reinprügeln, das Ding. C93, direkt zerstören. Das wurde Dreckswaffen, ey, wie die schon aussehen, ey. Wie die schon aussehen, ey. Blau. Skin für Pistole Modello 1915 Dias haben wir irgendwie auch schon. Kein Plan, ich weiß nicht mal, was das für eine Pistole ist. Modello, haben die von gehört, kann man die freischalten? Skin für Schrotflinte Model 10 Tarnmaske haben wir auch schon. Direkt weg damit. Oh, jetzt kommt aber nichts Geiles mehr, ne? Jetzt haben wir richtig Pech. Jetzt kommt nichts mehr. Skin für M1909 Bennett Mercy. Brauchen wir nicht. So, komm. Nochmal ein paar Legendaries hier als Abschluss. Ja, geht doch. Aufs Wort hier. Oh. Skin für Pistole P08 Gott mit uns. Legendary. Sieht ganz geil aus, oder? So der Griff. Sieht cool aus. Jo. Griff sieht ganz nice aus. Jo, nehmen wir definitiv mit. Auch die könnte man mal wieder testen. Hellriegel. Weg damit. Ich darf die Hellriegel nicht mehr spielen. Skin für British Bulldog, die hatten wir schon. Jetzt nochmal was krasses, na los. Irgendwas richtig Fettes. Nochmal so richtig krass. So ein super seltenen Skin für irgendwas. Skin für Pistole C93, königlicher Erlass haben wir auch schon. Machen wir auch direkt zunichte. Hier brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zack. C96 haben wir auch schon. Oh Leute, jetzt wiederholt sich aber alles hier. Jetzt haben wir, glaube ich, echt alles doppelt. Aber Gott sei Dank haben wir noch kein Legendary doppelt gehabt. So, die Schreckstein für, oder Schreckenstein für die Hellriegel, das Schwarze. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil, ne? Auch wenn ich die selten zocke, aber dann könnte man sie mal wieder auspacken. Ah, es sind doch immer wieder andere, seht ihr das? Es sind doch immer wieder andere Skins. Das ist ganz gut. Ach komm, ey. Haben wir schon. Manu, bitte gib mir doch mal was Krasses jetzt. Zack. Veteraneninfanterist. Verschrotten. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. So, noch 10 Battle Packs, Freunde. Das ist übrigens, glaube ich, eins der größten Battle Pack Openings, die es in Battlefield 1 je gab.
von mir. Also ziemlich nice. Skin für Hellriege 1915, Tirol. Sehr nice. Freue ich mich drüber. Könnte man sie tatsächlich mal wieder auspacken. Sieht jetzt nicht unbedingt anders aus als die Standardvariante. Außer, dass die ein bisschen goldener oder ein bisschen glänzender sind. Der Lauf hinten und das Magazin unten. Aber gut, nehmen wir mit. Model 8 Selbstladebüchse. Haben wir noch nicht? Nehmen wir mit. So, komm, jetzt nochmal viel Legendaries hier. Aftermath Fedorov. Ja, geht, nehmen wir mit. So, komm. Drei Legendaries. Halt nicht. Hut! Zwei Legendaries. Los, komm, zwei müssen noch drin sein hier, komm. Ja, nichts in blau. Und jetzt das letzte ist aber Legendary. Perino. Skin für Perino Model 1908 Tourney. Haben wir noch nicht. Sieht auch total langweilig aus. So, komm, jetzt Legendary. Lächerlich. Kolibri-Pistole, die haben wir definitiv schon. So, jetzt haben wir aber noch vier andere Battle Packs, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar haben wir Battle Pack Sturmsoldat-Version am Ende der Runde erhalten. Der kann wieder diesen Schreckenstein drin haben. Und eine super seltene Chromlackierung für einen schweren Panzer. Das wäre natürlich schon episch, ne? Gucken wir mal. Ich krieg bestimmt irgendwas, was wir schon haben, wenn wir überhaupt was kriegen. So, öffnen wir mal. Ah, scheiße. Ich wollte gerne diese Schreckstein haben. Der schwarze Skin für die Hellriege, glaube ich, ne? Die könnte ganz geil sein. Zack! Oh, hä? Hä? Jetzt mal ohne Scheiß, Freund, jetzt mal ohne Scheiß. Wir hatten doch vorhin den gleichen Skin, nur dass der weiß war, oder? Warum ist denn der jetzt Legendär? Wir hatten doch vorhin den gleichen Skin, dass der weiß war, glaube ich. Da habe ich doch noch gesagt, ja, als weißen Skin mit dem Tarnfleck und so. Und jetzt ist es Legendary? Füge ich erstmal hinzu. Ach nee, wir haben zwei Sachen rausgekriegt. Das ist ja episch. Nee, stimmt. Wir haben zwei Sachen sogar rausgekriegt. Boah, das ist krass. Das ist Legendary, hatten wir gerade schon, deswegen habe ich es verschrottet, nur zur Info. Wir haben zwei Sachen aus dem Battle. Enthält drei Objekte. Nice, Operation Battle Pack. So, komm. Jetzt will ich was Krasses haben wir los. Drei Stück. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich mehr Objekte drin habe. Bar. M1908. Haben wir noch nicht, nehmen wir mit. Skin für Gewehr 98 Liege. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Inventar hinzufügen. Und nochmal was für ein Nahkampfding. Nehmen wir auch wieder mit. So, eins, das letzte jetzt hier. Komm, Legendary. Skin für Vitali Vitali. Müssen wir uns mal genauer angucken. Ich kann jetzt nicht so viel erkennen, ehrlich gesagt. Aber könnte ganz geil sein. Nehmen wir mit. Was haben wir noch gekriegt? Ach, den haben wir schon. Obis Pistole, die Kulak. Mann, warum kriegen wir denn immer Sachen, die wir schon 10-mal haben, ey? Verschrotten wir natürlich. Haben wir ja schon. Schade. Hätte ja auch nochmal was richtig Geiles drin sein können, ne? So ein Kack. So, damit haben wir alle Battlepacks ausgegeben. Jetzt gucken wir nochmal bei Austausch, ob es hier irgendwas gibt, was ich haben muss. Super selten für 10.000. So viel habe ich nicht. Würde ich mir auch nicht kaufen, wenn ich es hätte. So, wir gucken mal, ob wir jetzt noch irgendwas bauen können. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Sachen offen. Wir können das russische Ehrenmesser bauen und französisches Fleischmesser. Waffe bauen. Nehmen wir mit. Russisches Ehrenmesser, Legendary. Und französisches Fleischermesser, das nehmen wir auch mit. Sehr nice. Sehr nice. Immer da hinzufügen. Geil. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch nichts freigeschaltet. Brechstange haben wir auch noch nicht. Schade. So, wir gucken mal, ob wir irgendwas doppelt haben. Duplikate verschrotten. Jo. Tobix P-Boost haben wir bloß noch. Drei? Ich hatte doch mal 20 noch gehabt oder so. Verstehe ich nicht. Na egal. Austausch. Also gut, hier haben wir alles. Wir holen uns jetzt auch nichts. Ich würde mir jetzt auch nichts holen. Nee, wir holen uns jetzt auch nichts. Leute, das war das Battle Pack Opening.
48 oder 44, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall über 40 Battle Packs, Freunde. Eins der größten Battle Pack Openings, die es je auf diesem Kanal gab. Sehr nice. Waren ein paar coole Sachen dabei, aber leider wieder nichts super Seltenes gekriegt oder die Sachen, die ich unbedingt haben wollte. Naja, gut. Aber was will man tun? Wir sind wieder ein Stückchen weiter. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht das letzte Battle Pack Opening, was in Battlefield 1 kommt. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Leute, macht's gut. Haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao. Spread.